Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World The Game. Ihr müsst euch mit Sicherheit verarscht fühlen. Ich sag letztes Mal, ja, ich bin nicht zufrieden mit meinem Content-Zeug und mit meinem momentanen, ja, Umgehen quasi oder meiner ganzen momentanen Politik mit dem Kanal sozusagen. Und dann mache ich jetzt auf einmal das vierte The Game-Video in Folge. So, es hat eigentlich den Grund, weil ich möchte jetzt die meisten damit irgendwie erreichen und einfach aus dem Grund, weil ich halt hier nochmal was sagen möchte. Und The Game schauen die meisten und ja, was ich als Erklärung quasi oder halt jetzt als Entschluss halt sagen möchte, ist, ich werde wahrscheinlich ein Top-10-Video machen. Zu welchem Thema könnt ihr euch ja noch, sag ich mal, könnt ihr euch freuen oder spannend sein halt, also das werde ich jetzt noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall irgendwas mit Sauern zu tun haben. Und jetzt bin ich auch noch am Überlegen eben, was kann jetzt noch kommen. Ich habe gelesen, Evolution ist ein bisschen gefragt. Und ich habe mir auch noch gedacht, vielleicht kommt nochmal ein Reaction-Stream, weil ich habe generell gelesen, ja, ein Stream wäre cool. Und zwar, weil am 15., das kommt überraschend und darüber werden wir wahrscheinlich auch diese Folge oder werde ich diese Folge ziemlich viel labern, kommt ein Jurassic World Kurzfilm. Ich finde, das kommt, also man weiß es jetzt schon seit, glaube ich, 4 Tagen. Das kommt relativ überraschend und ich habe zum Beispiel damit überhaupt nicht gerechnet. Ich bin da, was Jurassic World eigentlich angeht, auch, vor allem so auf Twitter und so, überhaupt nicht auf dem Laufenden. Da gibt es ja eigentlich sonst ständig Posts von irgendwelchen Leaks und Spekulationen, was jetzt demnächst kommen kann, dann zum dritten Teil, der ja in 2 oder 1,5 Jahren so kommen sollte, ne? Mal schauen. Ich schaue jetzt erst einmal noch ganz schnell, welches Event wir nebenbei machen können. Sonst hauen wir uns einfach ein Event rein. Weil, ganz ehrlich, man kann schon viel, man kann schon sich auf jeden Fall einiges erhoffen. Wie ist denn das überhaupt hier mit der Erweiterung? Ein Tag noch. Wisst ihr was, mache jetzt mal kurz mit Dollarschein. Ich möchte nämlich schauen, wie viel XP uns das Ganze gibt. Nicht genügend. Vielleicht farmen wir jetzt auch ganz kurz ein bisschen XP, obwohl ihr ja eigentlich gemeint habt, ich soll es normal machen. Alter, ich habe so wenig SDNS, habt ihr das gesehen? Holy shit, Alter. Ich muss echt mal SDNS farmen. Bin ich überhaupt nicht am Laufenden. Und ja, ich will die auch eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich bin überhaupt nicht auf dem Laufenden mit den DNS-Farmen. Oh Gott, ey. Ist mal krass, wenn ich hier so schnell rumklicke, dass ich irgendwo auf irgendeinem Mist lande. Hier die Verzierungen. Ja, also, ich finde, das kommt sehr überraschend. Und ich weiß nicht, ob das von euch überhaupt alle wissen. Mit Sicherheit mehr wissen es von euch mehr als ich. Ja, als ich quasi jetzt noch gar nicht gewusst habe, wissen es wahrscheinlich mehr von euch, dass sowas kommen wird. Ich meine, generell ein Jurassic World Kurzfilm oder ein Jurassic Park Kurzfilm hatten wir, glaube ich, noch nie. Also mit Kurzfilm meine ich, also entweder 8 bis 10 Minuten oder 20 bis 30. Mal schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem, ja, 10 Minuten Bereich sein könnte. Vielleicht täusche ich mich auch und es ist länger. Wenn man, sage ich jetzt mal, den ganzen News Glauben schenken darf, dann, oder halt den ganzen Spekulationen, dann sollte ja ein anscheinend Allosaurus da eine große Rolle spielen, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt nämlich, sage ich jetzt mal, relativ, ja, es gibt ziemlich viel Aspekte, die dafür sprechen. Anscheinend haben sie, und auch ein Nasutoceratops, oder so heißt der, weil der ist in Evolution jetzt rausgekommen. Und es gibt irgendwie ein, von, also bei Spielzeugen, eine Toyline, die jetzt so einen blauen Allosaurus so raushaut, also ein Adult-Allosaurus, einen ausgewachsenen. Und auf dem, irgendeinem Cover wurde benutzt, was ein Fan gemacht hat, um dieses, es heißt ja Battle at Big Rock oder so ähnlich, ja, hat, wurde von einem Fan eben ein Cover genommen, wo dieser Allosaurus gegen einen Nasoceratops, was es kämpft, die schreien sich halt an, keine Ahnung. Also man könnte schon allein vom Namen davon ausgehen, dass es sich, ja, um einen Kampf handeln wird und dass dieser Allosaurus da irgendwie eine Rolle spielen wird, wenn jetzt das Cover da schon benutzt wurde. Vielleicht werden wir auch total überrascht und unser geliebter Tyrannosaurus Rexy kommt einfach mal rein und, ja, haut dem Allosaurus so eine über die Rühe. Wer weiß, das ist alles, sind alles Spekulationen, weil wir wissen es nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, weil man auf Bildern schon gesehen hat, dass es sich anscheinend um ein Camp handeln wird. Oder ein, ja, es, wenn ich es richtig verstanden habe, soll es ein Jahr nach Jurassic World Fallen Kingdom spielen. Und auch in der Nähe von diesem Lockwood House. Und da frage ich mich jetzt, wieso zur Hölle, also so scheint es zumindest, campen da, oder campt da eine Familie? Eine Familie campt da anscheinend und
da ist ja davor schon das Schild, yo, don't feed wildlife, oder beziehungsweise ein Jahr danach, da müssen doch schon die ganzen Saurier da gefangen worden sein oder getötet oder was weiß ich. Da bin ich echt gespannt, wie sie sich das erklären, wie sie das erklären wollen, weil da bin ich etwas überfragt. Ich kann es mir nur vorstellen, also erst einmal, was ich gern hätte im Jurassic-Franchise jetzt, was sie vor allem, das müssen sie eigentlich im jetzt dritten Teil machen. Sie müssen einfach sagen, yo, die ganzen Reichen haben ja jetzt im Endeffekt die Gene des Sauriers. Sie können nach wirklich frei nach Lust und Laune diese Viecher im Endeffekt ja züchten. Und das müssen sie eigentlich darstellen, weil das ist ja eins der Probleme jetzt auf der Welt, in der Welt von Jurassic World, weil die Leute einfach freien Zugang auf diese DNS haben. Davor war es in einem Park isoliert und jetzt auf einmal, yo, wir können einfach mal so viel Saurier stellen, wie wir wollen, weil die 14 Tiere, die in Fallen Kingdom am Ende, also ihr seht, das ist eine Folge, die eher um die Filme jetzt gerade spricht, ne? Da könnt ihr auch gerne eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen. Da bin ich echt gespannt, was ihr davon oder wie ihr das erklären wird. Aber die 14 Tiere, die in Fallen Kingdom, oder keine Ahnung, ich sage immer 14, ich glaube, irgendjemand hat mal 14 gesagt, dass es 14 waren, aber letztendlich die Tiere, die da die da entkommen sind, seien wir mal ehrlich, die stellen jetzt keine große Gefahr dar. Also, ich meine, klar, unser T-Rex ist darunter, aber das Militär könnte die ja ohne Probleme jetzt mal abschaffen. Also, ganz ehrlich, das ist etwas, da denke ich mir einfach nur, ja, das ist irgendwie doof, finde ich jetzt zu erklären. Ich hoffe, es wird nicht lächerlich, weil das ist ja immer nicht so leicht, sage ich mal, dass man in einer Fortsetzung das ganze Franchise nicht ins Lächerliche zieht. Weil dann, ganz ehrlich, man kann die Dinosaurier nicht so gern, weil man sagt ja im ersten Teil, der erste Jurassic Park hat ja versucht, den Leuten diese Ehrfurcht zu zeigen, ne? Die Saurier sind nicht Kuscheltiere. Und wie hat man das gemacht? Isoliert auf einer Insel. Und die Leute oder die Menschen mussten, natürlich mit ein paar Waffen, aber unter diesen Sauriern, sage ich jetzt mal, dann doch überleben. Hier in unserer modernen Welt, da können die Saurier nichts, da können sie uns eigentlich nichts anhaben, ganz ehrlich. Und das sollten sie jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, dass sie jetzt auf einmal so tun, als wären die saugefährlich hier in unserer Umgebung. Weil das, ganz ehrlich, das wäre lächerlich. Tut mir leid, also das kann mir keiner erzählen, dass nicht auch einer von euch sagen würde, ja, ganz ehrlich, das Militär hätte schon lange handeln können. Aber deswegen bin ich ja gespannt, was der Film uns bringt. Also man kann schon sagen, dass ich da, ja, ein bisschen gehypt bin. Ich bin jetzt nicht total gehypt, aber ich bin doch gespannt. Seitdem ich damals auf Fallen Kingdom so gehypt war und dann doch im Endeffekt leider nicht so, ja, ich war nicht so, wie sagt man, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war. Total enttäuscht war ich wirklich nicht, aber es hat nicht meinen Erwartungen komplett entsprochen. Und das ist eben, wo ich ein bisschen Angst habe, weil die Leute, die könnten sich echt, die hätten viel bessere Story aus Jurassic World 1, sage ich jetzt mal, dann fortführen. Die hätten eine viel bessere Story darauf fortführen können. Ich fand Jurassic World 1 war echt gut, wie es gemacht war, aber World 2 hat dann leider wirklich die schlechten Parts weitergeführt und die guten nur zu kurz. Und dass sie jetzt auch keine Hybriden mehr machen im dritten Teil, da frage ich mich eben, wollen sie jetzt echt die normalen Dinosaurier gefährlicher darstellen als uns Menschen? Also, das wird schwer. Also, da bin ich jetzt eben gespannt, wie das da werden soll, dass nach einem Jahr die Saurier da zum ersten Mal auf Menschen treffen. Oder vielleicht nicht, weil die Leute rechnen ja nicht damit, dass die da in diesem Wald leben. Ich weiß es nicht, wie das sein kann soll. Man kann auch nicht sagen, dass es nicht bekannt ist, dass der Saurier freigekommen sind, weil World 2 ist ja echt komisch geendet. Und Ian Malcolm hat ja anscheinend, ja, mit dem Rat besprochen, was jetzt getan werden soll. Das heißt, es ist schon rausgekommen, dass die Saurier jetzt frei sind, aber im Film wird nur gezeigt, dass die Saurier frei sind, nicht wirklich, dass die DNS jetzt jedem zustehen, sozusagen. Das ist aber der Fall. Das ist ja das, was Dr. Wu nie wollte. Deswegen mal schauen, was sie jetzt draus machen. Gut, XP haben wir fast Level 80, aber ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch auf Level 80 ziehen möchte. Da müsste ich mir wirklich, ich glaube, ich müsste viele Hammond-Statuen kaufen, ne? Denkmäler. Ist die Frage. Wisst ihr was? Komm, ach, das ist die Scheiße. Ich muss immer wieder. Ja. Naja, gut, dann werde ich das privat machen, weil das jetzt in der Folge zu machen, ich glaube nicht, dass das jemand sehen möchte. Man kann das leider nicht so schnell platzieren, wenn man sie nur kaufen will.
Ich dachte, das haben sie jetzt auch implementiert. Das ist wirklich nur, wenn man mehrere auf Lager hat, kann man die alle nacheinander platzieren und muss nicht immer wieder ins Menü. Naja, gut. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen, habe ich jetzt ein bisschen getratscht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, was da gezeigt wird. Allosaurus hier, die Menschen, Nasutuceratops, vielleicht T-Rex Blue, irgendein alter Bekannter. Hauptdarsteller aus dem Film wahrscheinlich nicht, also sehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht werden wir auch überrascht, das wäre ja Wahnsinn. Und ich hoffe, dass die Effekte gut aussehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nicht mit praktischen Effekten arbeiten, wenn es mal zur Nahaufnahme kommen sollte, weil es nur ein Kurzfilm ist. Trotzdem, mal schauen, wie sie auf Jurassic World 3 dann quasi auch... Ja, das dann daraufhin, sage ich jetzt mal... Ja, wie sie auf Jurassic World 3, sage ich jetzt mal... ja, wie sie hinleiten wollen, ne? Wie sie diesen Übergang schaffen zwischen dem zweiten und dritten Teil. Das ist, finde ich, auf jeden Fall schwer, weil der zweite sehr komisch geendet hat. Wirklich sehr komisch. Na gut, Gyrosphere-Events tilten mich nur zu Tode. Ich glaube, wir machen mal das gegen neuen Gegner. Unter Wasser. Jetzt ist die Frage, wie stark die Tiere sind. Letztes Mal, als wir das gemacht haben, war es so, da war es ja auf dem Land, dass sie, ja, so Level 40 legendär, sag ich jetzt mal, Stärke hätte gereicht. Ah, ich bin überlegen. Ja, nehmen wir mal ein Blesio mit. Das sieht nämlich cool aus. Umono. Ich gehe jetzt mal wirklich nur mal sicher und nehme nochmal stärkere mit. Xenatrodon nehme ich auch mal mit. Habe ich auch Bock. Schauen wir mal, wie stark die sind. Ja gut, das ist jetzt nämlich gar nichts. Ja, wir werden es ja gleich sehen, ob da nicht eine starke Steigerung gleich stattfindet, aber ich glaube nicht. Naja, ich habe außerdem hier, wie ihr seht, den Zeitraffer-Mode aus. Ich habe es eigentlich letztes Mal schon ausgemacht, aber ich habe es trotzdem wieder zweimal gelesen. Leute, schaut ihr ob meine Videos? Ja, also, ja, ich kann ja verstehen, wieso Leute das nicht immer mögen. Ich dachte mir halt, yo, wenn ich das anhab, dann sind die Kämpfe schneller vorbei. Dann haben wir im Endeffekt mehr Zeit für andere Dinge noch und ich hätte jetzt gerade sparen sollen. Das war... Ja gut, so blöd ist es gar nicht. Wir brauchen nur einen Hit, um jetzt zu töten. So viel Verlust haben wir dafür jetzt nicht gemacht. Aber hätte nicht sein müssen, dass wir jetzt einfach blind angreifen. Ja, also wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dann zu diesem kommenden Film. Oder Kurzfilm in die Videos. Kurzfilm in die Kommentare. Ja, eure Meinung bitte zu diesem Kurzfilm in die Kommentare. Ja, ihr habt gesehen, hier vorhin Satzbau war wieder am Start. GG. So. Schauen wir mal. Hat er zwei Verteidigungen? Nein, hat er nicht. Komisch. Ich schaue wirklich, dass ich an dem Tag dann einen Stream machen kann. Es ist halt nicht sicher, wann das... Ach, der hatte nur noch einen Punkt. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ich Idiot, ey. Ja, es ist... Ich weiß halt noch nicht, wann das dann sein wird. Ich weiß nur, dass um eine gewisse Uhrzeit das Ganze im... Fernsehen irgendwie auf irgendeinem Streaming-Plattform oder auf FX oder so. Das ist ein Kanal. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall irgendwas, ich glaube, US-amerikanischem läuft und es wurde schon angekündigt, dass es danach online zur Verfügung stehen wird. Jetzt ist die Frage, haut das auf Netflix, Amazon, Prime gibt's ja hier oder auf YouTube. Ich schätze mal einfach YouTube, weil das ist für jeden leicht zugänglich. Dadurch würde er die meiste Aufmerksamkeit auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten, bekommen für das Ganze. Also der gute Colin Trevorrow hier, der schöne Regisseur. So, wir werden jetzt wahrscheinlich unseren Blesio opfern müssen. Ja, ziemlich sicher. Der wird, obwohl, vielleicht denkt er, dass wir vier Verteidigungen haben, dann geht er gar nicht mit allen Punkten rein. Nee, er geht einfach YOLO und das ist gegen uns ganz gut gewesen, weil wir nur auf Safe hatten. So, ich habe diesmal aber aufgepasst. Er hat nur noch einen übrig. Den hat er sehr wahrscheinlich auf Verteidigung. So, auf seinem Schild, ja. Spielen wir so weiter. Deswegen, ich weiß halt nicht, wann genau das sein wird. Wenn ich das ganz genau weiß, kann ich im Stream eigentlich garantieren. Wenn es nicht sicher ist, dann weiß ich nicht, ob ich einen Stream so schnell dann herrichten kann, wenn ich quasi genau in dem Moment erfahren habe, yo, das Ganze ist jetzt online. Das kann ich noch nicht sagen, es wird relativ spontan passieren. Aber Lust hätte ich auf jeden Fall, so ist es nicht. So eine kleine Reaction wäre schon cool, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Hälfte von euch das dann schon gesehen hat. Wenn ich zum Beispiel, jetzt mal ganz extrem, eine halbe Stunde später erst online komme, eine halbe Stunde nachdem es halt eben hochgeladen wurde, und dann könnte ich mir vorstellen, dass es ein paar Trolls unter euch gibt, die das vielleicht dann spoilern. Ach fuck, bin ich doof, der hat doch gar nichts mehr. Doch, natürlich hat... Leute, ich bin so... Mann, ich passe einfach nicht auf, zum Glück sind das schlechte Gegner. Ja, also auf jeden Fall,
ne, könnte ich mir halt vorstellen, dass vielleicht Trolls unter euch sind oder dass es nicht mehr so viele interessiert, wenn ich dann da eine Reaction von mir abgebe. Trotzdem hätte ich darauf auf jeden Fall Lust. Bom, bom. Leptokleides. Und die sind leider echt nicht stark gewesen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie überschätzt. Lydia überschätzt, sag ich jetzt mal. Da habe ich mit mehr gerechnet. Weil sonst immer so starke Gegner in Events eben vorhanden sind. Naja. Dann ist es eben so. Ja, wir gehen voll rein. Ja, gut. Ich meine, ich will diese Folge wirklich nicht allzu lang gestalten. Ich schätze mal, dass wir es nach dem Event dann schon, ja, dass ich nach dem Event hier dann schon beenden werde. Dann haben wir wahrscheinlich eh eine ganz gute Zeit erreicht. So, wenn das jetzt zu stark war, gib mir mal eine 2 Legendären rein und einem Hybriden. Sich die Frage, ob die jetzt hier immer stärker werden. Die gehe ich hin, ne? So, Fakt ist auf jeden Fall, Leute. Fakt ist, es wird jetzt demnächst ein Top 10 Video geben und das nächste Video wird kein The Game sein. Außer, das ist jetzt eben die Ausnahme, in der Game kommt jetzt nochmal irgendein Inhalt, den ich sofort zeigen könnte, weil sowas möchte ich ja immer so schnell wie möglich zeigen, aber ja, weil es halt erstens, also da bin ich natürlich ganz da bin ich einfach ehrlich, damit erwecke ich die meiste Interesse, wenn ich sofort mache und das ist mir auch wichtig, ich möchte einfach, dass wieder ein paar Leute hierher kommen, aber ja, ne, letztendlich ist es immer die Frage der Zuschauer, ob sie Lust auf einen haben oder nicht. Ja. Und, ach scheiße, Mann. Wirklich jetzt? Ist er wirklich noch auf Verteidigung gegangen? Da habe ich ihn leider nicht durchschauen können. Das war nicht so gut, weil jetzt hat er 4 Punkte. Die hat er höchstwahrscheinlich jetzt 2 gesaved, ja. Jetzt haben wir nämlich, kriegen wir mehr Schaden nächste Runde. Ja gut, haben wir nochmal ein kleines Problemchen. Naja. Genau, also sonst, wenn nichts kommen sollte von The Game, ganz ehrlich, dann auf jeden Fall Evolution. Evolution ist mal wieder dran. Und ja, da wird einfach mal weitergebaut. Es ist halt immer nicht so einfach. Ich muss halt immer überlegen, yo, was kann ich denn jetzt für eine Kreatur dranbringen? Was interessiert vielleicht die Leute? Und wie baue ich das? Dann habe ich hier meine 40-Minuten-Folge. Muss noch durchschauen, ob alles passt. Ja, also es wird schon hinhauen. Es wird schon hinhauen. Ich hoffe halt, ich bin auf dem Laufenden, weil was mich halt... Wieso mache ich das? Obwohl, es war gar nicht mal so dumm. Er hat echt 4 Verteidigungen gesetzt. What the fuck? Naja, ich weiß halt absolut nicht, ob ich auf dem Laufenden bin. Ich glaube nämlich nicht. Und mich stört es halt, ja, dass ich halt die Kreaturen nicht aus dem DLC jetzt habe. Wer war es? Gorgosaurus? Ich glaube schon. Ach, verdammt. Hätte ich schon gerne, wenn ich ehrlich sein darf. Da sind wir weg. Shit, shit, shit. Gut. Komm schon, sei ein Braver. Warte mal, er hatte nur 5 Punkte. Hatte er sicherlich nicht 6? Habe ich jetzt nämlich nur so im Kopf irgendwie noch gehabt. Nee, er hatte echt 5. Oh Gott. Naja. Jetzt passe ich mal wieder besser auf. Ja. Tötet leider nicht. Da müssen wir mal 2 draufsetzen, weil meistens setzt sie die Hälfte ein. Ja, 2. Passt. Meistens setzt sie die Hälfte dann auf Schild. Ach ja. Ich meine, wenn wir eh schon beim Jurassic World Thema waren, ich würde mir wirklich erhoffen, falls das Leute jetzt eben hier interessiert, dass sie im dritten Teil
mehr auf diese Genetik-Ebene wieder gehen. Das fände ich toll. Das würde mich echt erfreuen, wenn sie da sagen, ja, durch die ganze freigekommene, durch den ganzen Mist aus dem zweiten Teil haben wir jetzt echt ein Problem, weil nur die Saurier als Gefahr darzustellen, das ist wirklich lächerlich. Das muss die Genetik sein, nicht die Saurier an sich. Das hat ja der erste Teil von Jurassic Park eben so perfekt gemacht. Also da kann man wirklich nichts aussetzen. Da hat man sich dabei was gedacht. Und boom. So, dann haben wir jetzt die letzten 9 Gegner. Das ist die Frage, sind sie gleich stark? Oder haben wir jetzt eine Leistungssteigerung? Nein, den will ich nicht. Wir nehmen mal einen Schwächeren. Was heißt Schwächeren? Das ist auch ein Legendären mit. Nehmen wir mal den Dacoderma mit. Eigentlich war Xenatodon zu stark. Der ist mit Sicherheit auch zu stark. Schauen wir mal. Bisher, ich glaube, ja, die ersten Katronen scheinen stärker zu sein. Auf jeden Fall. Ist aber kein Problem. Wir haben mit unserem Chronosaurus wirklich sehr viel Angriff. Wodurch wir die ganzen One-Hitten. Ja gut, gegen den Böse. Müssen wir uns jetzt nicht einsetzen, weil ich gedacht habe, dass er zwei auf Verteidigung ersetzt. Nein, er saved und damit könnte er uns töten. Ach du Scheiße. Das ist natürlich jetzt problematisch. Gut, einen Punkt hat er noch. Naja, was heißt problematisch? Wir haben ja hier eine sehr, sehr starke Kreatur. Wieso tue ich das? Ich habe eins zu viel eingesetzt. Das war gerade irgendwie so reflexartig, fast schon, würde ich sagen. Das ist einfach dumm. Das war dumm, 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 dumm. Naja, jetzt weiß ich aber, dass er einen mehr hat. So, wir gehen komplett auf safe. Also soll unser Bananumius dann den Rest einfach auseinandernehmen, wenn wir mit dem hier sterben sollten. Aber bisher haben wir den klassen Vorteil. Das ist nicht schlecht. Das sollten wir nochmal lange durchhalten. Und der hat wieder... Der hat genauso nur noch einen Punkt. Das ist ganz nett. Zack. Wir gehen mal für 3. Dann überleben wir den nächsten auch noch. Oder macht er mit 2 überhaupt... Mit 2 Angriff... 236. Mit 2 mit dem Prozentsatz. Nee, ich glaube nicht, dass er uns 600 Schaden gemacht hätte. So ist es eh ziemlich gut, weil... kriegen wir 0 Schaden. Das ist sehr, sehr gut. Joa. Gehen wir mal für was ähnliches. 3 im Safe. 2er Verteidigung. Und hoffen einfach mal. Ja gut. Ja, da haben wir zweimal nochmal den Klassenvorteil. Das ist natürlich jetzt schon relativ gut für uns, dass wir mit einer Höhlen- oder generell mit Höhlenkreaturen hier gegen Riftgrad spielen. Da gehe ich mal mit nur 2er Verteidigung. Der auf Level 13 dürfte jetzt genau ebenso nicht viel Schaden machen. Und ein Level 25er, ich weiß jetzt nicht mehr, was das für ein Kraken ist, aber auf jeden Fall ein Level 25 Höhlenkreatur sollte auch kein Problem sein. Ja gut. Ja. Die Kreaturen, die werden hier dann gar nicht wirklich stärker, die bleiben relativ auf einem Level. Also war die ersten Kämpfe jetzt auch schon so. Naja, das ist halt... Ja, ich bin halt davon ausgegangen, dass sie vielleicht stärker werden, aber wie man sieht... Leider nicht. Der könnte uns sogar töten. Macht er sogar. Dann nimmt er nochmal die Ehre vom Dacoderma und nimmt den mit. Ach Mann. Du Arsch. Naja. Bananumius. Der wäre natürlich, sag ich jetzt mal, eine... Waren die Zähne gerade von dem so übelst lang? Yo, ich wusste gar nicht, dass er so lange Zähne hat. Das sieht man gar nicht. Gar nicht gescheit, wenn das Maul nicht wirklich offen hat.
Holy shit, die hängen ihm hinten. Okay, krass. Ich wollte sagen, der ist ja wirklich so eine, wie sagt man, Glaskanone so, weil er macht viel Schaden, aber selber ist er auch sehr schnell zu töten. Wow, ein T-Rex. Naja, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren. Ich hoffe, ich kann einen Stream da machen. Genauso sollte eigentlich die nächste Folge, wie gesagt, kein The Game sein. Und, also die nächste Folge, also generell das nächste Video, Folge davon. Ach, so Schwachsinn hier. Und, ja, ein Top 10 Video ist momentan in Arbeit auf jeden Fall. Aber von mir alleine. Also ich habe keinen Typen dabei diesmal. So, ich dann Marcel, bis zum nächsten Mal. Ciao.